Da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der Feigland XXL. Genau. So, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen offscreen, ein bisschen weitergemacht. Ich zeige euch mal kurz was. Und zwar der Drescher läuft hier mit Crossplay. Und zwar immer so, dass er nur Vorgewende fährt. Das heißt, er fährt mit dem Abtankrohr immer nach außen. Ich habe jetzt neulich nochmal einen neuen Begriff gehört, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, vielleicht habe ich das ja nachher wieder. Ich gucke jetzt auf die Uhr, wir haben es jetzt 3 nach 4, sprich wir haben jetzt 5 nach 4. So, ne? 5 nach 4, dann machen wir bis 20 nach 4, dann habt ihr 2 Minuten gewonnen und gut ist. So, dann fahren wir jetzt den Raps hier weg. Ich habe mir einen Agrar-LKW gekauft, aber schon in der letzten Folge, wer es verfolgt. War ja in dem in einem Projekt von den Großen, die LS19 auf YouTube machen, so ein bisschen, also in diesem einen Projekt halt so ein bisschen umstritten. Von dem einen Team wurde der ja benutzt und ja, ich weiß nicht, und zur Feldarbeit benutzt, was aber den anderen nicht so gefallen hat, weil es halt günstige 500 PS sind. Ich glaube hier in dem Falle 460. Kann man machen jetzt, ne? Mit der Sämaschine, die ich habe, geht das nicht. Mit der Amazone geht das, glaube ich, auch nicht. Es gibt, glaube ich, Grubber, die können da hinten dran geschnallt werden. So Lemken-Dinger und so. Ich weiß es nicht genau. Ach, ich wollte übrigens zum Hafen Süd, ne? Warum fahre ich denn hier lang? Verdammt. Na gut. Okay, dann fahre ich mit euch mal eben zum Hafen Süd. Und dann haben wir natürlich ein bisschen einen kleinen Umweg gemacht. Ich fahre jetzt hier auch nicht so. Aber die Autos fahren hier auch ein bisschen schneller, wie ihr seht. Das hat der, ja, sie fahren auch 50. Da hätte ich auch lang gemusst. Verdammt. Warum lag das Schild da jetzt auf der Seite? Ich habe es nicht umgefahren. So, wir müssen hier auf die Autobahn. Und dann fahren wir mal Richtung Südost. So, die Lenkung haut hier nicht ganz hin mit dem LKW. Ich weiß nicht, was das für Fehler sind. Ich glaube, wir fahren eine Ausfahrt weiter. Dann müsste das hinhauen. Ja, da hinten seht ihr ja schon den Kreis, wo wir hin müssen. Wir hätten auch am Feld links fahren können und dann durch die Stadt. Wir fahren einfach durch die Stadt zurück, würde ich so sagen. Da müsste auch schon die Abfahrt kommen. Da oben auf dem Berg, Hannover Hildesheim. Okay. Das ist halt jetzt die Frage. BGA Halle. Ich mal gucken. Bei Google mal gucken, wo das sein könnte. Also wir fahren jetzt hier unten runter. Da steht ja auch noch unser Hänger. Mit der Krampe, mit der Silage. Ja. Man könnte jetzt die Silage in die BGA reinkippen und sagen, hier, viel Spaß damit. Dann hast du halt 50.000 Liter und kannst dann daraus ein bisschen Strom produzieren und der wird dir dann halt gut geschrieben. Das könnte man machen. Oder man behält es auf und sagt, ja, oh, 30.000 Einnahmen ist auch schön. Ach ja, ich habe zwei Silos am Ort, also am Hof 3 gekauft. Zwei. Einmal für Saatgut und einmal für Kalk. Die haben jetzt jeweils 15.000 gekostet. Deswegen hatte ich jetzt gerade nur noch 5. Beziehungsweise 3,8. Was ist denn hier? Das ist ein Bankautomat. So, was haben wir hier für einen Trigger? Das müsste die Weberei sein, genau. Ja, da kann man noch ein bisschen was machen an der
Karte hier ein bisschen liebevoller gestalten, die Straßen vielleicht noch ein bisschen straßiger machen. Hier ist eine Tankstelle. Brauchen wir jetzt noch nicht. Da hätte man auch ganz normale Straßen nehmen können. So wie diese hier. Für die Stadt. Aber okay. Soll jetzt nicht erstmal nicht unser Problem sein. Wir wollen ja ein bisschen spielen. Oder ein bisschen wirtschaften, wie auch immer. Nee, das reicht noch nicht. Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt hier rüber fahren, weil das Feld ja zwar ist nicht unseres, aber es ist ja noch nichts drauf gewachsen. Oh, da ist ja schon recht voll. Entschuldigung. Frühschicht heute gehabt. Bleibt der jetzt stehen oder was? Wobei ich es immer angeschaltet habe, also. Huch. Eigentlich müsste er anhalten. So, dann werden wir den mal übernehmen wieder, den Fahrer entlassen, den Kurs löschen und jetzt die restlichen Seiten noch wegmachen. Den Rest mache ich dann manuell. Das ist, kommt, da kommt jetzt nicht viel bei rüber, aber wie gesagt, auch Kleinvieh macht Mist. Das hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, das hat uns vor allen Dingen. Hat mir mal, oder mir meine Oma damals immer gesagt, auch Kleinvieh machen ist. Das sind so alte Werte, die man heute vielleicht gar nicht mehr so kennt. Aber, ja. Weil heute gibt es ja alles im Überfluss. So, wenn ich gerade hier drüben bin, dann kann ich auch gleich das hier weg, mit wegnehmen. Dann brauche ich nicht nochmal zurückfahren. Na? Und ob ich das jetzt so mache, dass ich jetzt zur Ecke fahre und fahre dann zurück, oder das ist eigentlich auch egal, warum ich das mache. Ja. Man hätte da jetzt das Stroh hinten raus lassen können, aber ich habe keinen Sammelwagen dafür und ich möchte nicht den Kredit noch weiter ankratzen, beziehungsweise, da ist es wieder, beziehungsweise, beziehungsweise ihn überhaupt ankratzen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Kredit genommen haben. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. So, mein nächstes Ziel ist es jetzt erstmal, das werde ich dann im Offscreen auch machen. Beziehungsweise das können wir gleich auch nochmal anfangen, jetzt, beziehungsweise jetzt alle Felder miteinander zu verbinden. Also das große Feld da oben, das habe ich jetzt schon komplett mit mit Soja angepflanzt. Das ist ja das neue 17-18, ne? Also 17 und 18 haben wir verbunden, habe ich verbunden. Das Feld hier, da
kann ich jetzt auch einfach so überfahren. Das ist hier. Ach nee, das ist Sonnenblume. Die lassen wir auswachsen. Die können wir noch gebrauchen. Aber das andere Feld ist Baumwolle. Das brauche ich nicht. Und jetzt, genau, jetzt können wir nämlich den auf. Welches Feld war das? Dieses Feld jagen. Und da einmal durchkalken lassen. So, einmal durchkalken lassen. Der kommt erstmal vom Feld. Da müssen wir auch nochmal gucken, wo der hin muss. Mit seinem Hafer. Weil das Feld jetzt hier, das will Kalk haben auf jeden Fall. So hat es mir jetzt hier Feld 13, ne? Und dann müssen wir dann, wenn das nächste Mal Kalk fällig ist, dann werden wir einmal die gesamte Fläche 18, also 13, 14, 15, 16, 17, 18 komplett kalken. Vielleicht haben wir dann auch so viel Geld, oder wir haben wahrscheinlich jetzt schon so viel Geld, um Feld 19 noch dazu zu kaufen. Ich weiß allerdings nicht, was da jetzt drauf wächst. Irgendwas, was noch nicht ausgewachsen ist. Da warte ich noch, bis das ausgewachsen ist. Oder eigentlich müssen wir mal kurz gucken, was das ist. Feld 19 ist jetzt Kartoffeln. Kann ich auch nicht überhaupt nicht gebrauchen. Zuckerrübe 21 ist Weizen. Dann kommt Hafer wieder. Also so, dass man vielleicht diese Felder hier nach, das kostet nur 14.000. Das geht eigentlich. Das könnte man dann jetzt schon kaufen. Kaufen das jetzt einfach. Weil das, was da jetzt drauf wächst, das können wir gut gebrauchen. Dann ist das auch schon mal unser. Das ist auch schon ausgewachsen. Das können wir dann als nächstes ernten. Also können wir da schon mal den Drescher entschieden vor allem hinfahren. So, dann haben wir noch 5 Minuten. Lassen wir den Drescher da oben ein bisschen machen. Dann fahren wir den Hafer noch weg. Einfach erstmal, um ein bisschen Geld zu kriegen. Diese Silos habe ich halt gekauft. Ne? Was ist jetzt los? Dann müssen wir die Bäume noch wegnehmen hier. Die Birken, die hier stehen. Die werden wir dann woanders wieder einpflanzen und wachsen lassen. Muss ich mal gucken, was ich da für Setzlinge finde im. Ja gut, jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte gerne nicht über den Berg fahren, weil ich Angst habe, dass er vom Tankvolumen her dann nicht mehr den Berg hochkommt. Also lasse ich ihn so fahren. Ne, nicht G, sondern H. Ist doch mein Feld hier. Ja. Ist ja wieder Hafer. Dann könnten wir jetzt im Endeffekt noch warten, da ja im Agrar-LKW auch Hafer drin ist. Ja, könnten wir den da hochschicken, wenn der dann voll ist. Dann abfahren, dann können wir uns in der Zeit hier um die Felder kümmern, die zu verbinden. Wie gesagt, die Sonnenblumen sollen ja noch auswachsen. Die können wir noch mitnehmen. Weil wir das Gebiss dafür ja auch schon haben. Und dann kann es weitergehen, ja. Wir machen uns das hier schön. Ich habe auch schon einen Mauernmod drauf und vielleicht auch Zäune oder sowas. Müssen wir mal gucken, was das, ob das was wird und wie und wo und wann. Weil wenn ich jetzt den Hafer wegbringen würde, dann würde der Preis natürlich ein bisschen in den Keller gehen. Und dann haben wir da letztendlich nichts mehr von. Also ich vermute mal, dass er jetzt hier 4 Bahnen fahren kann, bis wir ihn abtanken können. Ja, hier hat wohl einer was gemalt auf dem Hügel, so sieht das aus. Mit roten Blumen. Gut, ja, was haben wir jetzt? Jetzt wollten wir den hier nehmen. Den können wir es mal zusammenklappen.
Federstep ist, denke ich mal, auch eine gute Wahl, um dauerhaft Seemaschinen zu kaufen. Also jetzt dann die nächstgrößeren. Oder auch die Einzelkorn-Saatmaschinen. Jetzt muss ich mir nur noch mal gucken. Muss ich mir nur noch mal gucken. Jetzt muss ich nur noch mal hier den Grubber nehmen. Okay, die Pflanzen wachsen jetzt alle weiter. Jetzt möchte ich ja gerne die Felder hier verbinden. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht durch die Frucht fahren, sonst fahren wir was kaputt. Hier ist es jetzt nicht so schlimm. Da machen wir jetzt Feld erstellen, zulassen, machen wir an. Und dann geht's los. Fahren wir einmal darüber. Jetzt habe ich einen Helfer kurz angestellt, damit er gerade fährt. Machen wir den Helfer wieder aus. Ups. So sollte das eigentlich nicht sein. Jetzt nehmen wir natürlich von dem Soja ein bisschen weg hier, aber das macht jetzt überhaupt nichts. Das werden wir jetzt gleich auf der Rückfahrt dann wahrscheinlich auch haben. Hat er jetzt schon einmal ja. Okay. Durchgekalkt. Ja. Dann verbinden wir die Felder und säen die ebenfalls noch mit Soja an, beziehungsweise das Sonnenblumenfeld lasse ich jetzt mal erstmal davon ab. Ich werde dann nur hier das gelbe Feld noch mit anbinden, so dass der Drescher dann nicht durcheinander kommt. So. Und hier machen wir das auch. So. Das läuft ja. So. Dann haben wir hier schon mal ein riesengroßes Sojafeld. Dann nehmen wir die beiden da noch mit zu. Das werde ich aber gleich im Offscreen noch weitermachen. Und dann, wenn es dann komplett ausgewachsen ist, auf der letzten Wachstumsstufe, dann werde ich das nächste Video machen. Und dann könnt ihr mir, dann können wir das zusammen abernten. So, hier lasse ich jetzt noch ein bisschen Grünstreifen stehen, dass der, wie gesagt, der Drescher da halt, oder beziehungsweise das Crossplay dann noch sieht, dass wir da nicht dran wollen. So. Gut, meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Ein Abo wäre auch gar nicht so verkehrt. Schreibt ruhig was in die Kommentare, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr meint, dass ich was anders machen kann oder was besser machen kann. Ich bin dafür alles offen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer Bioschmied.